Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video für unser Seminar Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. Heute zum letzten Teil zum datengeleiteten Paradigma, der auch schon überleitet zum verbleibenden Teil unseres Seminars, wo es um die Erstellung und Analyse eigener Korpora gehen wird. Denn heute möchte ich Ihnen zwei Tools vorstellen, mit denen wir sehr niedrigschwellig eigene Korpusdaten analysieren können. EndConc und Voyant Tools. Allerdings werde ich Ihnen jetzt noch die Daten bereitstellen. Und dann später werden Sie eben lernen, wie Sie sich selber Daten aus dem Netz zum Beispiel ziehen und aufbereiten können. Ich beginne also mit EndConc, dass Sie sich hier unter dieser URL kostenlos beziehen können. Das ist ein kleines Standalone-Programm, was, und das ist der große Vorteil, für Windows, Mac und Linux verfügbar ist. Es ist geeignet für relativ kleine Korpora. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Korpora mit bis zu 4 Millionen Wörtern. Darüber geht es theoretisch auch, aber es wird mühsam und das Programm hängt sich dann doch häufiger mal auf. Es gibt diverse Features, die üblichen Sachen, die wir kennen aus Korpusanalyse-Tools, wie Frequenzlisten, Quick-Ansichten, und wir können noch Kollokationen, N-Gramm und Keywords berechnen. Der große Vorteil von EndConc, abgesehen davon, dass es eben kostenlos und niedrigschwellig und einfach zu bedienen ist, ist der, dass wir wirklich sehr viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten haben. Das beginnt bei der Token-Definition. Standardmäßig werden in EndConc Zahlen und auch Satzzeichen nicht als Tokens berechnet, gehen nicht ein in die Auszählungen, genauso wird alles automatisch als in Kleinbuchstaben umgewandelt. Aber das können wir anpassen, wenn wir uns für andere Dinge interessieren, und da ist EndConc wirklich sehr transparent. Der Nachteil hingegen ist der, dass mit EndConc nur sehr bedingt die Arbeit mit annotierten Korpusdaten möglich ist. Also das, was CQP Web ja gerade ermöglicht, nach Part-of-Speech-Tags und Lemmata zu suchen, das geht schon mit viel Gefrickel, aber es ist mühsam und eigentlich ist das Programm dafür nicht gedacht. Gut, ich wollte das mal zeigen hier. Das hier, so sieht EndConc aus. Kleines Programm, kleiner Tipp für die Mac-Nutzerinnen unter Ihnen, wenn Sie das Programm sich runtergeladen haben und auf Doppelklick es über Doppelklick versuchen zu öffnen, dann öffnet sich so ein Warnhinweis, dass die App nicht von einem verifizierten Entwickler stammt. Das können Sie umgehen, indem Sie das Programm mit Rechtsklick anklicken und dann erst auf Öffnen gehen und dann eben dem Entwickler vertrauen. Genau, so sieht also EndConc aus. Wir können jetzt hier über Open Files unsere Korpusdaten hier reinladen. Wir werden mit Weihnachtsansprachen arbeiten, passend zur Jahreszeit. Ein Korpus mit allen 70 Weihnachtsansprachen seit 1949. Und wir markieren die einfach mal alle und laden die rein. Und können jetzt hier zunächst mal über Wordlist uns die häufigsten Wörter anzeigen lassen. Das ist nicht sehr aussagekräftig, ja, aber es gibt jetzt hier so ein paar schöne Sachen. Was ist interessant? Menschen zum Beispiel, ja. Wir haben jetzt hier die Quickliste hier noch sortiert nach Kontexten. Das können wir aber auch hier ausstellen und einfach nur in der Chronologie uns das anschauen. Ja. Wenn wir jetzt hier draufklicken, sehen wir auch hier in der File View den ganzen Kontext. Das hier ist auch interessant, Concordance Plot. Hier sehen wir die ganzen einzelnen Texte und können dann sehen, wo das Wort Mensch besonders häufig vorkommt oder an welcher Position es vorkommt. Das ist zum Beispiel für die Analyse von Romanen ganz interessant, wenn wir verschiedene Romane oder Novellen oder sowas haben, um zu gucken, wie bestimmte Wörter an bestimmten Positionen häufig vorkommen. Das hier ist interessant. Wir können hier sehr niedrigschwellig uns N-Gramme berechnen, hier das Häkchen setzen, nehmen wir mal hier Trigramme, die mindestens 5-mal vorkommen sollen. Wir können auch sagen, dass sie in mindestens 10 verschiedenen Texten vorkommen sollen. Sie sehen also hier tolle Einstellungsmöglichkeiten. Wir können auch nach N-Grammen suchen, wo das Wort Menschen an irgendeiner Position drin vorkommen muss. Da müssen wir vielleicht hier ein bisschen runtergehen.
Menschen auf Erden, Millionen von Menschen. So. Ich möchte noch bei den Collocations das mal zeigen. Hier gilt es, was zu beachten, dass hier die Standardeinstellung, das können wir hier unter Tool Preferences aufrufen, das MI, Mutual Information, das ist ein Kollokationsmaß, was so funktioniert, dass es niedrigfrequente Kollokationen sehr hoch rankt. Das heißt, es empfiehlt sich dann hier immer auf mindestens 5 Collocate Frequency zu gehen und dann können wir mit diesen Befunden was anfangen. Wir könnten hier, wenn wir das wollten, das auch auf ein anderes Maß umschalten. Genau, Keywords können wir auch machen. Jetzt gehe ich mal her und wir wollen mal wissen, was eigentlich die Steinmeierschen Close Selected Files, also was haben die Steinmeierschen Weihnachtsansprachen, was zeichnet die aus im Vergleich zu den anderen? Jetzt gehen wir hier auf Keyword Lists, müssen wir unter Tool Preferences hier hier die Files reinladen als Referenzkorpus. Da gehen wir jetzt hier und nehmen mal alle anderen. So. Das können wir so lassen. Das ist auch hier immer so ein bisschen, was man ausprobieren muss. Wir könnten jetzt sagen, Lowercase möchten wir nicht machen, aber wir lassen es mal drin. Ja, das ist eigentlich immer ganz gut für den ersten Versuch. Moment, wir müssen es laden. Apply, so, und jetzt haben wir hier unsere Keywords. Demokratie, Meinung und Land. Wir sehen, das sind sehr wenige. Das liegt an dieser Einstellung Bonferroni. Das lassen wir mal weg. Das ist was, was dafür sorgt, dass ein bisschen konservativer sozusagen gemessen wird. Aber wir sind jetzt mal nicht so streng. Apply. Dann haben wir jetzt schon mehr. Ne? Das sind jetzt also Wörter, die Steinmeier signifikant häufiger verwendet als andere. Wir können das nach Effektstärke, nach Keyness jeweils sortieren. Da haben wir die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das nur als erster Hinweis, wie man arbeiten kann. Eine Sache wollte ich noch zeigen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Wildcards zu setzen. Also Wörter, die mit fair anfangen. Und wir haben auch noch verschiedenste andere Wildcards. Unter Global Settings können wir uns die aufrufen. Hier sind sie, aber ich möchte das hier nicht im Einzelnen vertiefen. Sie können sich da, wenn Sie wollen, selber ein bisschen umgucken. Gehen wir zum zweiten Tool, was ich Ihnen vorstellen möchte, die Voyen Tools. Voyen Tools ist eine netzbasierte Sammlung von Tools, die sich vor allem für textanalytische Korpusanalysen eignen. Also weniger für grammatische Fragestellungen, dafür taugt es einfach nicht. Aber so ein wirklich sehr schöner Anwendungsfall ist, wenn wir uns Romane zum Beispiel erschließen wollen oder eben auch sowas wie Weihnachtsansprachen, diachron. Werde ich Ihnen gleich zeigen, warum. Das läuft allerdings ebenfalls nur mit kleineren Korpora stabil. Ich habe es jetzt nicht wirklich getestet, aber auch so 4-5 Millionen Wörter geht und drüber wird es schwierig. Sie erinnern sich an die Metapher Essen gehen oder selber kochen, so war ja die Alternative, die ich mal aufgemacht habe. Und Voyen Tools ist, so möchte ich das in diesem metaphorischen Frame ausdrücken, sozusagen die Instantbrühe unter den Korpus-Analyse-Tools. Sie müssen wirklich nur sozusagen die Tüte aufreißen, Wasser draufkippen und fertig ist die Korpus-Analyse. Das hat Vorteile, denn Sie können sich dann explorativ die Daten erschließen mit ganz vielen klickbaren Visualisierungen. Es macht alles komplett von alleine und automatisiert. Der Nachteil ist hingegen, dass es ziemlich, ziemlich intransparent ist. Es gibt zwar eine Hilfeseite, da können Sie sich anschauen, wie das im Einzelnen funktioniert und Sie können auch mit viel, viel Mühe die ganzen Parameter einzeln einstellen, aber
Es fuckt echt ab, wenn man da ein bisschen mehr machen möchte, als sich einfach nur von Voyant-Tools versorgen lassen mit diesen Instant-Analysen. Und wir können hier überhaupt nicht mit annotierten Daten arbeiten, noch nicht mal mit Gefrickel. Aber eben, wenn man mal Corpora explorieren möchte, dann ist es ganz praktisch. So sieht Voyant-Tools aus. Ups. Und das Schöne, oder hier steht es schon, see through your text. Das ist, glaube ich, auch wirklich das Motto, worum es hier geht. Also das ist die Verheißung, die dahinter steht, dass man sozusagen dass hier ans Licht gefördert wird, was in den Texten oder hinter den Texten drinsteht und das Ganze automatisiert. Und auch das, was es so schwierig macht, ist in dieser Metapher, glaube ich, auch schon drin. See through your text, weil wirklich die eigentliche sprachoberflächliche Textur damit so ein bisschen aus dem Blick gerät. Und das ist ja das, was uns LinguistInnen eigentlich häufig interessiert. Aber egal, gucken wir mal, was möglich ist. Wir können hier hochladen. Wir gehen wieder auf Weihnachtsansprachen und laden mal hier alles rein. So, fertig ist die Analyse. Ne, Sie sehen automatisch, ich gehe mal so die normalen Panels, die hier sind, durch. Wir können, sobald wir hier draufklicken auf dieses Fenster, können wir hier jede Menge andere Tools aufrufen. Ne? Probieren Sie es mal aus. Ja? Ich kann hier unmöglich alles und auch nur noch nicht mal die wenigsten Sachen vorstellen. Aber jetzt die Sachen, die wir hier auf den ersten Blick sehen, möchte ich kurz zeigen. Das hier ist eine Word Cloud, die wir scannen, die häufigsten Wörter. Wenn Sie sehen, wenn Sie mal draufschauen, wundern Sie sich vielleicht, wo ist eigentlich das, was wir bei AntKong als die häufigsten Wörter gesehen hatten? Und, die, der und so weiter. Das ist hier automatisch rausgerechnet. Was hier im Hintergrund läuft, ist eine sogenannte Stopwortliste. Eine vorgefertigte Liste mit Wörtern, die erwartungsgemäß in allen Corpora hochfrequent sind und die deswegen auch nicht aussagekräftig sind und die werden hier herausgerechnet. Ja, das ist ein klassisches Verfahren, ist aber eben statisch und für linguistische Zwecke ein bisschen problematisch, weil manchmal interessieren uns ja vielleicht gerade die Funktionswörter. Aber eben, wenn wir am Inhalt interessiert sind, ist das eine mögliche Strategie. Jetzt sehen wir hier, worum geht es in Weihnachtsansprachen? Um Weihnachten natürlich, es geht um Zeit, Gesellschaft, Kinder, Mitbürger, Freiheit, Frieden, Familie, Liebe, das Fest, es geht um Deutschland. Die Familienverantwortung, ja, also hier werden die moralischen Werte unseres Zusammenlebens in dieser epideiktischen Redegattung sozusagen performativ inszeniert. Und wir können jetzt hier uns mal anschauen, wie eigentlich das Wort Weihnachten verwendet wird, oder gehen wir mal hier auf Familie, ja, in welchen Jahren wird Familie besonders häufig verwendet, dann sehen wir hier 1986 von Weizsäcker. Was ist noch interessant? Frieden zum Beispiel. Ne? Hier sehen wir, das ist in den Nachkriegsjahren noch viel häufiger und wird dann tendenziell weniger. Sowas können wir hier sehen. Verantwortung oder Gesellschaft vielleicht. Ja, das ist was, was eher später relevant wird. Und sowas können wir hier mit wenigen einfachen Klicks uns erarbeiten. Ne? Wir können uns hier auch zu den einzelnen Daten hinklicken. Ja. Können dann hier uns diese Weihnachtsansprachen im Einzelnen durchlesen. Es gibt so ein paar klassische Auswertungen, die hier schon automatisch vorgenommen werden. Was sind die längsten und was sind die kürzesten Weihnachtsansprachen? Wie ist es mit der Wortschatzdichte? Wer verwendet die längsten und wer die kürzesten Sätze? Und was wir hier haben, ist so eine Art von Keyword-Analyse, distinktive Worte, ja, also Wörter, die in den einzelnen Weihnachtsansprachen typisch sind im Vergleich zum Rest. Und das wird hier automatisch mitgeliefert. Das ist ganz interessant. Hier die Kriegsgefangenen. Gehen wir mal. Ne, aber wir sehen jetzt hier nur für die ersten
So, als nächstes können wir uns die nächsten anschauen. Ich habe das nicht hinbekommen hier. Ah doch. Ja, jetzt sehen wir nochmal die, ne? Können wir das nacheinander laden und hier können wir uns dann also einen Überblick verschaffen über das, was in den jeweiligen Jahrgängen das Typische ist, worüber gesprochen wird. Allerdings, hier ist es wieder genau das, wie genau gerechnet wird, ist nicht wirklich transparent und wir können hier wenige manuelle Einstellungen vornehmen. Aber trotzdem faszinierend, wie einfach man sich hier Corpora erschließen kann. Wir haben dann hier auch die Möglichkeiten, hier so eine Keywords in Kontext Liste uns aufzumachen. So, und jetzt können wir, funktioniert das so? Ne, hier glaube ich. Man kann dann hier die einzelnen Wörter aufrufen, die uns interessieren. Familie. Ja, oder wir machen das jetzt Sicherheit. So. Genau, und dadurch, dass wir eben hier diese Visualisierung haben, diese Trends, ist es eben wirklich ganz schön für solche diachronen Analysen. Wenn wir nur einen einzigen Text reinladen, dann funktioniert es das so, dass der Text in Abschnitte geteilt wird, wir dann aber auch sehen können, wie sich ein bestimmter Ausdruck entwickelt. Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel einen Bildungsroman, Wilhelm Meisters Lehrjahre oder so, hier mal reinladen oder eine Autobiografie, um zu gucken, wie sich bestimmte Wörter im Textverlauf verhalten. Das als erster Einblick. Klicken Sie sich durch, probieren Sie es aus. Es gibt, wie gesagt, noch eine Fülle von anderen Visualisierungsmöglichkeiten. Na doch, vielleicht zeige ich eins mal. Visualisierungstool Mandala, das ist ganz lustig. Dazu mache ich das mal hier kleiner und das hier größer. Wo haben wir die Einstellungen? Genau, hier zeige ich Ihnen mal die Stopwortliste. Das sind die Wörter, die automatisch rausgerechnet werden. Und schauen Sie mal hier, hier sehen wir sowas wie, wo war es, unserer. Hier, unser. Und das Wörtchen unser ist gerade in Weihnachtsansprachen interessant. Ja? Was ist es hier, was, wo dieses Kollektiv beschworen wird, wie unsere Kinder, unser Land, unsere Zukunft. Und dass es rausgerechnet wird, ist einigermaßen schade. Abbrechen. Ne? Wir sehen jetzt hier. Zu viele Texte, ja, wir müssten das nochmal neu machen mit weniger Texten, weil wir sehen zum Beispiel hier Weihnachten, können wir sehen, in welchen Reden das Wörtchen Weihnachten häufiger vorkommt, in welchen seltener. Ja, je weiter es weg ist von Weihnachten, desto seltener Menschen und hier Familie, also was sind die Bundespräsidenten, die vor allem auf die Familie zu sprechen kommen. Und das hier sehr schön einfach klickbar, ja, ist hier nicht wirklich gut gelungen mit diesen zu vielen Texten, die ich hier reingeladen habe. Okay. Ich möchte noch Ihnen als Alternative zu den Stopwortlisten noch ein anderes Verfahren zeigen, wie wir in EndConc arbeiten können, indem wir einen Referenzkorpus reinladen und oder ja, wie soll ich es erklären? Die Stopwortlisten sind, wie ich Ihnen gesagt habe, statisch und da wird dann schon einmal von vornherein festgelegt, welche Wörter rausgerechnet werden sollen und wir können aber auch ein anderes Verfahren anwenden, was ein bisschen dynamischerer ist. Und das geht eben über Referenzkorpora. Wenn wir Keywords berechnen, das haben wir bisher vor allem so gemacht, dass wir einen Text mit dem Rest von Texten aus dem Korpus verglichen haben, also Subkorpora. Wir können aber auch ein thematisch unspezifisches Referenzkorpus heranziehen. Und dazu möchte ich dieses Tool, dieses Portal empfehlen, corpora-uni-leipzig.de. Dort finden wir sage und schreibe
431 korpusbasierte monolinguale Wörterbücher in 252 Sprachen. Und damit kann man viele verschiedene Dinge machen. Das ist vor allem für Computerlinguistinnen gedacht, aber eine Sache ist für uns davon besonders relevant. Es gibt nämlich in diesen Wörterbüchern jeweils auch Satzsammlungen. Und zwar sind die automatisiert gecrawlt, zum Beispiel aus Online-News oder auch aus der Wikipedia. Und diese Satzsammlungen können wir in EndConc als Referenzkorpora verwenden. Und dazu zeige ich Ihnen mal, wie das geht. Hier ist, wenn Sie die URL aufrufen, dann landen Sie hier. Dann klicken Sie mal hier unter Downloads und dann kommen Sie hier auf dieser Liste. Sie sehen also in verschiedenen Größen, in verschiedenen Sprachen, das ist jetzt hier nur Deutsch und dann hier aus verschiedenen Ländern und so weiter. Und jetzt nehmen wir doch mal das hier, und zwar News Crawl Public, 100.000 Sätze. Wir laden das runter. Das sind 20 MB. 100.000 Sätze, da kommen wir bei ein bisschen mehr als 1 Million Wörtern raus, und das ist eine ganz gute Größe, erfahrungsgemäß. Gehen wir in den Download-Ordner. Hier ist der ZIP-Ordner. Das sind jetzt verschiedene Dateien. Uns interessiert hier diese hier, Sentences. 100.000 Sätze alphabetisch sortiert. Und jetzt können wir hergehen und können in EndConc. Wo ist EndConc? Wir laden nochmals die Weihnachtsansprachen rein. Wordlist. Und jetzt können wir hier über die Tool Preferences in die Keyword List genau das reinladen. Downloads. Das ist die Datei. Open. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. So, und jetzt haben wir hier Wörter, die also in Weihnachtsansprachen insgesamt häufiger sind als in so einem Zufallssample von Online-News. Jetzt, was sehen wir? Wir sehen das. Das hat mit der Schreibung zu tun. Es würde sich vielleicht eine Normalisierung empfehlen. Also alle, wir könnten in beiden Korpora alle Scharf S durch Doppel S ersetzen, hätten wir dieses Problem nicht mehr. Aber wir sehen eben auch sowas wie hier uns und unsere, und unsere ist tatsächlich insgesamt in Weihnachtsansprachen wirklich auffallend häufig im Vergleich zu so einem thematisch unspezifischen News-Korpus. Ja, und jetzt können wir also hergehen und können schauen, was ist eigentlich hier unsere Aufgabe, unsere Demokratie, unsere Erde, unsere Familie, unsere Freiheit, unsere Freunde, unsere Fähigkeiten, unsere Gedanken. Ja, und das, so wird es interessant, und das wird uns durch die Lappen gehen, wenn wir mit Stopwortlisten arbeiten würden. Genau, das wäre es schon für heute. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Tschüss.